Laut Ex-Bundesliga-Profi Rob Friend ist Alphonso Davies im Alter von 21 Jahren bereits eine Ikone. Friend ist wie Davies Kanadier und sieht in dem Außenverteidiger des FC Bayern ein großes Vorbild für die gemeinsame Heimat. Fonso hat Zugang zu Premierminister Trudeau und zum Rapper Drake. Er ist längst mehr als ein großartiger Sportler, sagte Friend dem Kicker. Davies reiße die Jungen wie die älteren Fans mit seiner positiven Art ohnehin mit. Meine Helden hießen früher noch Wayne Gretzky, Marc Messier und Mario Lemieux. Alles Hockeyspieler, weil es ja leider keine großen kanadischen Fußballer gab, führte Friend aus. Das hat sich heute komplett gedreht. Plötzlich ist Fußball sexy in Kanada, sagte der 41-Jährige. Jüngst hatte sich sein Land für die WM in Katar qualifiziert, zum ersten Mal seit 1986. Frauenfußballmeister Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League knapp gescheitert. Nach gleich 7 Corona-Fällen kam das Team von Trainer Jens Scheuer im Rückspiel bei Paris Saint-Germain nur zu einem 2:2 nach Verlängerung. Im Hinspiel hatte es eine Niederlage gegeben. Thomas Müller fühlte mit, postete direkt nach dem Spiel bei Twitter: Das war ein sensationeller Fight mit einem leider unglücklichen Ausgang. Kopf hoch, ihr könnt stolz auf euch sein. Auch Oliver Kahn meldete sich zu Wort. Größten Respekt. Unter diesen Umständen eine solche Leistung abzurufen, ist unglaublich und zeigt die Moral des Teams. Leider hat es gestern nicht ganz gereicht. Trotzdem sind wir alle stolz auf euch, schrieb der Vorstandsboss bei Twitter. Nach gut einem Jahr in kommissarischer Funktion wird Heike Ulrich offiziell erste Generalsekretärin in der 122-jährigen Geschichte des Deutschen Fußballbundes. Ulrichs Berufung erfolgte erwartungsgemäß auf Vorschlag des neuen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf. Wir bewegen uns in herausfordernden und sehr dynamischen Zeiten. Gleichzeitig stehen in den kommenden Monaten und Jahren herausragende Fußballereignisse an, die große Chancen für den Fußball und den DFB bieten. Die Bewältigung der Herausforderungen genauso wie die Nutzung der Chancen kann nur im Team und gemeinsam geschehen, sagte Ulrich, die am Donnerstag mit Neuendorf beim Kongress des Weltverbands FIFA in Katar weilte. Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko hat in einem Interview bei Servus TV betont, dass er ganz froh darüber ist, dass ihr stärkster Gegner um den WM-Titel in der Formel 1 in dieser Saison Ferrari heißt und nicht mehr Mercedes. Ferrari ist ähnlich wie wir. Da ist Leidenschaft, da ist Emotion, Sportlichkeit und Respekt, begründete der 78-Jährige seine Aussage. Laut Marko haben die beiden Teams ein Konkurrenzverhältnis mit sportlichen Regeln. Dies mache sich nicht nur unter den Fahrern bemerkbar, sondern auch in der technischen Auslegung und Abstimmung, so Marko. Mit Ferrari kann man sich austauschen. Es ist angenehm. Eine kleine Stichelei Richtung Silberpfeile, die 2021 die härtesten Konkurrenten waren.